Regelmäßig Sport treiben kann Spaß machen und hält gesund. Das bezweifelt heute niemand. Dafür werben auch die gesetzlichen Krankenkassen mit Bonusprogrammen und neuerdings sogar mit smarter Technik. Laut Werbebroschüren gibt es dafür Bargeld, Sportsachen oder einen Zuschuss zum teuren Fitness-Tracker. Und die AOK greift zu noch extremeren Mitteln und wirbt im Netz sogar mit einem Nackten. Und laut Clip winken dem Versicherten Sportklamotten oder eine Smartwatch, wenn er mit der Kassen-App Punkte sammelt. Dein Einsatz zahlt sich aus. Vom Sportschuh bis zur Smartwatch. Du entscheidest, womit du dich belohnst. Fit mit AOK, die App, die dich bewegt. Klingt gut, mit solchen Programmen bewegen Versicherte sich mehr, sind gesünder und die Kasse spart Behandlungskosten. Die Idee, Fitnessarmband oder Smartphone, messen die Trainingswerte. Und wenn ein bestimmtes Ziel erreicht ist, geht diese Info automatisch an die Versicherung. Wurden zum Beispiel 10.000 Schritte aufgezeichnet, gibt es Punkte. Aber bringen Belohnungen die Versicherten überhaupt dazu, sich mehr zu bewegen? Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen sollte es wissen. Die Antwort: Bei den Bonusprogrammen handelt es sich um ein reines Wettbewerbsgeschäft. Man erhebe keine Daten, ob sich die Versicherten dadurch mehr bewegen. Es geht also weniger um Prävention, eher um Geld. Geld sparen können die Kassen auch, wenn sie möglichst fitte Versicherte locken. Denn wer jung und fit ist, kostet weniger. Aber Untrainierte oder Übergewichtige, die oft ein höheres Risiko haben, krank zu werden, die können bei den Programmen wohl kaum punkten. Und wer kontrolliert, ob nicht einer mit dem Tracker seine Freunde für sie mitsammelt und das Solidarsystem missbraucht? Und wenn nicht mehr nur die Versicherten Daten sammeln? Da gibt es tatsächlich schon Ideen auf dem Markt. Das sind Geräte, die man am Körper trägt. Zum Beispiel kann man sich die ins Ohr stecken. Die sind in der Kleidung verankert. Das sind einfach Geräte, die dich begleiten bei einer Alltagsaktivität, ohne dass sie dich dabei stören. Zurzeit ist das, wenn etwas wehtut, ich gehe zum Arzt. Wir wollen das ändern. Wir wollen, dass der Arzt zu dir kommt, wenn irgendetwas falsch sein könnte. Wollen Ärzte das? An der Uniklinik Bonn untersucht der Arzt und Professor Klaus Wegbecker in einer internationalen Studie, wie brauchbar diese Fitnessdaten sind. Halten Sie es für sinnvoll? Wem nutzt das? Nutzt es überhaupt? Es ist sicher nicht nützlich, weil das Erste ist, dass diese Geräte alle Fehlmessungen produzieren, die die Patienten verunsichern und verängstigen. Das ist der erste ganz große Nachteil. Der zweite Punkt ist, dass sie einfach den falschen Weg gehen. Sie vertrauen einem Gerät mehr als ihrem eigenen Körper. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch. Und was passiert, wenn die Daten an Stellen gehen, die mit Gesundheit gar nichts zu tun haben? Schon jetzt bekommen sie auch die Hersteller der Geräte und Apps. Der Informatiker Alexander Markovic forscht zu den Folgen des Datenhandels. Wir wissen gar nicht, worüber wir verhandeln. Das sieht so aus, als würden wir über Daten verhandeln, aber eigentlich verhandeln wir über automatische Entscheidungen, die in ferner Zukunft getroffen werden. Irgendwann in 20 Jahren gehe ich dann hin und sage, nee, ich habe in deine Daten reingeguckt und du kriegst den Job nicht oder du kriegst die Versicherung im Nicht-Krankenbereich nicht. Für die Gesundheit zumindest ist der Nutzen zweifelhaft. Stattdessen können die Daten in Zukunft sogar zum Nachteil werden. Und das für ein paar Boni? Ob man nur zum Spaß für sich selbst trainiert oder dabei Punkte sammelt, das kann zum Glück jeder selbst entscheiden. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen. Also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal, denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.